Hallihallo zusammen, hier ist Schmusi Puh mit einem neuen Video. Ich habe ein, ja, was heißt Box-Opening für euch? Eigentlich habe ich die Box schon geöffnet. Also ich hatte schon das Box-Opening, weil ich heute, ja, wie soll ich das ausdrücken, neuen, alten, neuen Zuwachs bekommen habe. Zur Erklärung, ich habe neuen Zuwachs bekommen. Und zwar ein Toddler. Und die Maus, die war schon mal bei mir. Die hatte ich schon mal adoptiert von einer ganz jungen Reborn-Mama. Und dann hatte ich die auch eine ganze Weile und habe sie auch ein bisschen aufarbeiten lassen. Und dann habe ich sie der Jenny weitergegeben. Die hat sie dann adoptiert und da war sie ziemlich lange gewesen jetzt. Und dann hat sie dann mal geäußert, dass sie die eventuell mal abgeben möchte, aber sie wäre noch nicht dazu bereit. Und dann habe ich gesagt, wenn du dazu bereit bist, dann sag mir bitte Bescheid, dann würde ich die Maus gerne wieder haben. So, ja, und das ist so in den letzten Tagen konkret geworden. Und das haben wir dann auch gleich in die Tat umgesetzt. Eigentlich wollte ich die Maus abholen, aber aus verschiedenen Gründen habe ich mich dann doch dazu entschlossen, die Maus mir dann zu schicken zu lassen. Ja, und ich bin heilfroh, dass sie gut angekommen ist. Und ja, ne, ich habe das zwar nicht so gerne, wenn die dann so verschickt werden, die Mäuse, aber es lässt sich nun mal nicht immer verhindern. Ja. Und ich zeige euch die Maus jetzt mal, wer das ist. Ich setze mal den Karton hier so ein bisschen hin, damit sie mir nicht umkippt, ne? So, und zwar seht ihr die Maus hier sitzen. Also zur Erklärung, sie hat noch was mitgebracht. Und zwar hatte sie diesen Anzug hier an mit Kapuze. Und da hat sie jetzt die ganze Zeit drin gesessen, weil ich war noch unterwegs mit meinem Sohn und bin eben erst nach Hause gekommen. Und da habe ich ihr gleich den Anzug ausgezogen, weil es doch recht warm ist. Was heißt recht warm? Es ist heiß hier bei uns. Und ich kann euch sagen, ich bin auch so verschwitzt. Ich bin gleich froh, wenn ich eine Dusche hatte. Ja, und dann habe ich der Maus den Anzug ausgezogen. Dann kann ich sie euch auch besser zeigen. Sie hat unheimlich schöne, stramme Beinchen. Ja, und ich habe immer ihre Füßchen auch geliebt. Der Bausatz, der ist total schön. Das ist der Bausatz Ariana von Reva Chic. Und ich bin ganz besonders froh und stolz darauf, jetzt die Maus wieder haben zu können und dass sie wieder zu mir zurückgekehrt ist. Allein aus dem Grund schon, weil leider Reva Chic ja verstorben ist, so wie ich gehört habe. Und ja, ich freue mich so, so sehr darüber, dass ich die süße Maus wieder habe, dass die liebe Jenny mir sie zurückgeschickt hat. Danke nochmal, liebe Jenny, dafür, dass du und auch so schnell, doch habe ich ja gar nicht mit gerechnet heute. Ja, und wer den Bausatz Ariana kennt, weiß, wie schön er ist. Also ich finde ihn auf jeden Fall wunderschön. Sie ist sehr weich und auch sehr realistisch vom Bausatz her, finde ich. Hier mit diesen Grübchen und diesen Speckrändern hier. Ja, ich zeige euch die dann noch mal ein bisschen detaillierter in einem anderen Video. Ja, dann aber erstmal so schon mal. Das ist die schlafende Ariana. Ja, es gibt ja die mit geöffneten Augen und es gibt ja die schlafende. Und ich habe hier die schlafende Maus. Ja, sie muss auch noch mal ein bisschen aufgearbeitet werden mit den Haaren hier. Aber das wird sich bestimmt machen lassen und da wird sich bestimmt eine Lösung finden lassen. Ich glaube auch nicht, dass die Maus mich noch mal verlässt. Also, ich muss sagen, dass mir schon das Herz aufging, als ich einen Moment, sorry, ich dachte, mein Sohn hätte mich gerufen.
Ja, also mir ging wirklich das Herz auf, allein schon der Gedanke, sie kommt zurück. Und als sie dann heute tatsächlich schon angekommen war, also es war der Oberhammer, wirklich. Also sie dann wieder auszupacken und wieder mal in den Arm zu nehmen, das war ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ja, ich zeige euch die Maus jetzt auch noch mal etwas von der Rückseite hier mit den Haaren. Also hinten hat sie noch eigentlich sehr schöne Haare. Ich habe die jetzt nur mit destilliertem Wasser nass gemacht und ein bisschen mit so einem grob zinkigen Kamm bin ich da durchgegangen. Ich finde, die Haare sind noch sehr schön hinten. Und was ich immer so schön fand, auch damals schon, wie sie bei mir war, dass sie sich so ein bisschen gewellt haben. Und die sind weich, wirklich wie echte Kinderhaare. Richtig weich sind die. Ja, und ich denke mal, ich werde irgendwann die Claudia bitten, mir zu helfen. Aber es hat ja Zeit, ne? Es ist ja jetzt nicht, dass es brennt oder ja, da wird sich bestimmt eine Möglichkeit finden lassen, dass sie mir die Ariana noch ein bisschen aufhübscht. Vorne zumindest. Hinten, wie gesagt, geht's ja. Hier vorne halt hat sie so ein bisschen Haare verloren und ja gut, ich meine, sie ist ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ne? Die Ariana ist ja jetzt auch schon etwas älter, aber ich finde dafür, dass sie schon älter ist und ja, zwischenzeitlich, bevor sie zu Jenny ging, noch ein bisschen aufgehübscht worden ist, finde ich, sieht sie noch sehr, sehr gut aus. Das muss ich schon sagen. Also, sie war wohl hier irgendwo auch ein bisschen kaputt, aber ich weiß jetzt gar nicht, wo mehr und wo das passiert ist. Ich erkenne das jetzt gar nicht mehr so, aber es spielt für mich keine Rolle. Ich bin einfach nur froh, dass sie wieder da ist und ich habe mich auch gleich wieder in die Maus verliebt. Wirklich, sie ist mega süß, wirklich. Mega süß. Einfach klasse. Und sehr kräftig, ne? Also ich denke mal, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Größe, aber ich denke mal 86 bestimmt bis 92, je nachdem, wie das ausfällt. Ich muss mich da wieder reinfinden, Leute. Ich weiß es nicht. Ja. Die liebe Angelika, die hat mir ja ein Päckchen geschickt für die Ariana, aber das kommt auch noch. Das mache ich noch separat mit Ariana zusammen natürlich. Werde ich das Päckchen auspacken. Sie hat mir ganz tolle Sachen eingepackt. Danke nochmal, liebe Angelika, schon mal. Und das mache ich aber dann einen anderen Tag, nicht jetzt. Das möchte ich ganz in Ruhe mit Ariana auspacken. Da ja jetzt auch kein Reborn oder so drin ist, kein Tuttler, kann man das Päckchen ja dann auch noch zulassen. Ne? Das machen wir zusammen, ne, Schatz? Ja, und bei mir hieß sie ja damals Leandra und ich werde den Namen auch weiterhin für sie behalten. Ich habe ja auch noch einen alten Kanal. Da ist sie auch noch zu sehen. Da hatte ich auch schon ein Detailvideo gemacht und ein Umziehvideo von ihr. Konnte man sie auch schon sehen und ja, es ist wirklich ein ganz komisches Gefühl und ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe ein Glücksgefühl in mir, dass die Kleine jetzt wieder bei mir ist. Das ist so schön, unbeschreiblich. Jetzt zeigen wir mal, was du noch mitgebracht hast, ne? Was die liebe Jenny dir noch eingepackt hat. Also als allererstes hat sie hier noch Stiefel mitgebracht. Sind die nicht toll? Ja. Und auch eine meiner Lieblingsfarben. Ich liebe Lila über alles. Diese hier. Was ist das nochmal für eine Größe? Auch noch Elefantenschuhe. Das ist Größe 20. Aber die fallen ja auch immer unterschiedlich aus, ne? Sind die nicht wunderschön? Kann man dich im Winter schön machen, schön warm anziehen. Hast du feine Schuhe, ne? Dann hat sie mir die noch eingepackt. Die finde ich auch hübsch. Ja, ich bin ja so ein Silberfan. Die sind ja auch richtig hübsch noch. 18, das weiß ich jetzt wohl nicht, ob sie da reinpasst. Könnte, ja, doch. Könnte klappen, ne?
Nicht, dass die Stiefel noch zu groß sind, aber die haben ja auch oft Strümpfchen an oder dickere Socken. Und dann, ja, dann geht das bestimmt. Dann ist es auch besser, wenn die noch was größer sind. So, die finde ich auch noch sehr schön. Dann hat sie mir die eingepackt, aber das weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal gucken, ob sie da reinpasst. Wenn nicht, habe ich vielleicht noch ein anderes Mäuschen. Die sind ja süß auch. So Krabbelschuhe oder wie nennt man die? Sind die nicht auch süß, Leute? Oh, vielen Dank für die netten Beigaben noch. Richtig toll. Richtig schöne Beigaben. Ja, und noch ein paar Schuhe. Die sind gebraucht, das sieht man, aber das finde ich nicht schlimm. Das ist Größe 20. Die hier sieht auch oft sehr realistisch aus, finde ich, wenn die solche Schuhe anhaben, die jetzt nicht unbedingt immer so neu aussehen. Ne? Vielen Dank für die schönen Schuhe. Und dann war sie in diese Decke eingewickelt hier. Die hat sie auch noch mitgebracht. Ja, ne? Ja, diese Decke hier, ne, die hast du auch mitgebracht, ne? Ja, ach ja, Mäuschen ist ganz kaputt, ne? Erstmal die Reise. Gott sei Dank war die nicht so weit, ne? War nicht so eine weite Reise. Ja, aber dann bei der Hitze, ne? Und dann die ganze Zeit in dem Anzug. Ja, ja, und dann hat sie ja noch, hätte ich fast vergessen, noch Söckchen an. Und zwar die hier. Ne? Solche Söckchen hier hatte sie noch an. Und was ich ganz lustig fand, vor einiger Zeit habe ich so ein bisschen mal durchgeguckt, was ich so noch im Wohnzimmer habe, in so Schubladen und so. Und dann ist mir was in die Hände gefallen und dann habe ich gedacht, was willst du denn noch damit? Eigentlich könnte ich die auch abgeben. Aber dann habe ich so gedacht, nee, ich behalte sie mal noch. Ich weiß nicht. Irgendwas hat mich davon abgehalten, dieses Teil abzugeben. Und was soll ich sagen? Jetzt kann ich es gebrauchen. Und was meint ihr, was es ist? Schaut mal. Eine kleine Sonnenbrille. Ist das nicht süß? Oh, ich bin so verliebt. Ist das nicht süß, was man da für tolle Fotos machen kann? Oh, ist die knuffig. Ist die nicht toll? Ich hätte mich jetzt schwarz geärgert, wenn ich die weggegeben hätte oder womöglich weggeschmissen hätte. Ja, die habe ich extra mal für Leandra gekauft. Man soll es kaum glauben. Ich habe die ganzen Jahre aufbewahrt. Ja, und wusste es gar nicht mehr. Ja, ne? So, ist die nicht toll? Ja, ganz, ganz süße Brille. Die hat hier an den Seiten, ist das ein Muster? Nee, das ist schon, nee, das, ich dachte, das wäre ein Muster, aber die ist, glaube ich, schon ein bisschen gebraucht. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Oder ist das ein Muster? Ich bin überfragt. Nee, die ist nicht. Das ist irgendwie schon ein bisschen die Farbe weg hier, aber das spielt für mich keine Rolle. Macht nichts, ne? Ich finde die auf jeden Fall trotzdem schön für die Maus. Und bin froh, dass ich sie jetzt noch habe. Ne? Ja. Oh. Gleich gebe ich dir mal was zu trinken. Ne? Du hast bestimmt Durst, Mäuschen. Und Hunger, ne? Gucken, was wir dir gleich geben, ne? Ja. Dann mache ich die ein bisschen sauber, ne? Ja. Härchen habe ich ja schon ein bisschen gemacht. Boah, hinten sehen die wirklich noch richtig schön aus. Wirklich, also. Wenn die dann so ein bisschen wuschig sind. Ich finde das so süß. Der Bausatz, der haut mich echt immer wieder aus den Socken. Ja, richtig niedlich. Huch, da verlierst du deine Brille, Mausi. Ja, ihr Lieben, das war mein Vorstellungsvideo von meinem Tuttler. Bausatz Ariana von Reva Schick. Bei mir Leandra, ja, ne? Ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen kuscheln und
bisschen durchatmen, ne? Ja, und ich kann mein Glück immer noch nicht fassen. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ne? Ariana und ich sagen auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video. Wir freuen uns auf euch. Wir haben euch lieb. Bleibt gesund. Tschüss.